Männers und Mädels, herzlich willkommen am 25. Dezember. Genau, hier nochmal beim Hillbilly am Weihnachtskalender. Jetzt würdet ihr euch fragen, ey, was geht jetzt ab? 25. Dezember war doch gestern vorbei. Habt ihr wirklich geglaubt, dass die coole Action gestern schon vorbei war? Nee, nee. Bei uns im Wald ticken nämlich die Uhren ein bisschen anders, ne? Während das sind eure Weihnachtskalender alle beim 24. aufhören, gehen unsere Weihnachtskalender nämlich noch einen Tag weiter. Wir haben nämlich immer auf der Rückseite noch ein geheimes 25. Türchen, ne? Genau, wir haben eins mehr. Und jetzt schauen wir mal, was sich hier hinter diesem 25. Dezember für einen Preis verbirgt. Müsst mal bei euren Kalender schauen auf der Rückseite, ne? Wer weiß, vielleicht kommt ihr aus dem Schwarzwald und da gibt es auch ein 25. Türchen zum Öffnen. Jetzt schauen wir mal, was es hier Cooles gibt. Genau, als 25. Preis gibt es ein großes Lesestoffpaket für den Urlaub. Gesponsert vom Wieland Verlag. Coole Sache. Jetzt werdet ihr sagen, hä, Wieland Verlag? Kenne ich nicht. Ja. Wenn ich euch die Hefte dazu zeige, dann wird euch das aber gleich bekannt vorkommen. Von den Jungs kommt nämlich der Messerkatalog. Einmal gesponserten Messerkatalog. Es kommt die 4x4 Action von den Jungs aus dem Verlag. Es kommt natürlich das Pflichtheft vom Gear Magazin. Gibt es jetzt auch als Abo mit einem coolen Abo-Preis. Eine LED-Lenser P3 AFS. Da kostet die Lampe mehr wie das Jahresabo. Also zuschlagen. Und natürlich die Pflichtlektüre, das Messermagazin. Das Ganze hier hat mich noch auf die Schnelle erreicht. Hier schon mal ein herzliches Vergeltsgott an den Wieland Verlag. Das Paket war so schwer, da ging bei unterwegs beim Transport leider die Verpackung auf und die Hefte sind im wahrsten Sinne des Wortes ein bisschen unter die Räder gekommen. Also wundert derjenige, der die gewinnt, braucht sie nicht wundern. Die sind nicht gebraucht, die sind nur ein bisschen, ein ganz klein bisschen ramponiert. Aber das macht nichts zum Lesen. Das ist eine wunderbare Urlaubsunterhaltung hier, die Lektüren. Und ein richtig cooler Zug von den Jungs, mir noch hier auf die Schnelle einen 25. Preis nachzuschieben, weil wäre ja blöd gewesen, wenn das gestern schon vorbei gewesen wäre. Ne? Und jetzt schauen wir gleich mal, wer dieses Lesepaket gewinnt. Mangels Glücksfeen werde ich heute die Ziehung am 25. einfach mal selber vornehmen. Ich hoffe, ihr vertraut mir da, dass es hier eine ordentliche Ziehung wird. Wenn nicht, könnt ihr auch nichts dran ändern. Denn wir haben hier unseren Losesack noch nicht entsorgt, denn den haben wir heute noch mal gebraucht. So, ich glaube, durchgeschüttelt sind die Karten zuhauf. Wir greifen jetzt einfach mal hier rein und schauen mal, was wir hier für eine tolle Karte rausziehen, schön durchwursteln und hier kommt was zum Vorschein, nämlich eine Nikolauskarte mit Schneemann. Oh, hier vorne wieder eine mit tollem kleinen Adventskalender, da können wir gerade weitermachen. Hä? Und gewonnen hat das. Hi Dennis, für dich und deine Familie die besten Wünsche. Ich hoffe, es kommen noch viele tolle Videos von dir. Badische Grüße, der Felgenfahrer. Jawohl, super Sache. Auch noch gewinnt heute auch noch ein Partner. Ne? Das freut mich ja ungemein. Das heißt, die Hefte bleiben im Ländle. Ist natürlich fürs Porto egal, ob ich das an die Küste schicke, in die Alpen oder ob es hier im Ländle bleibt. Aber was soll's, ich werde es auf jeden Fall nochmal gut einpacken, weil das Zeug ist echt schwer. Ne? Das geht ins Gewicht. Coole Sache, Felgenfahrer, lass mir per PN deine. Nee, Quatsch, brauchen wir ja gar nicht. Du hast sie hier reingeschrieben. Wunderbar. Da werde ich das Paket doch dann gleich mal fertig machen. Und dann geht an dich noch nachträglich der 25. Sol Invictus Preis hier vom Hillbilly aus dem Schwarzwald an dich raus. Schön mit dem Messerkatalog, 4x4 Action Gear und Messermagazin. Gesponsert vom Wieland Verlag. Tolle Sache von euch, Jungs. Könnt ihr ruhig öfters machen. So, jetzt war es aber endgültig. Es sei denn, mir fällt noch irgendwas auf morgen ein, aber nee, ich glaube, wir brauchen es nicht übertreiben. Wie gesagt, die sind ein bisschen unter die Räder gekommen, aber das macht nichts. Passiert halt im vorweihnachtlichen Stress bei der Post.
Die Jungs hatten alle Hände voll dazu zu tun, dass hier die ganzen Weihnachtspakete rechtzeitig ankamen. Da kann mal sowas vorkommen. Aber die sind auch zu 99% in Schuss zum Lesen. Von daher, lieber Felgenfahrer, hast du hier schon mal schön was zu lesen, ne? An alle anderen, schaut mal beim Wieland Verlag vorbei. Die haben echt coole Magazine. Ich werde mal die Links drunter hängen. Und hier nicht vergessen, das Gear abonnieren gibt es jetzt als Abo mit einem geilen Abo-Geschenk im Januar. Also Leute, jetzt ist aber endgültig Feierabend für heute, ne? Morgen ist ein neuer Tag. Ihr wisst Bescheid, haltet eure Taschenmesser griffbereit, bleibt gesund. Weg mit 42a. Wir sehen uns wieder bei YouTube. In dem Sinne, tschüss und schaut vielleicht mal auf den Rückseiten von euren Weihnachtskalender nach, ob es da auch ein 25. Türchen gibt. Wer weiß. Also Leute, hat Spaß gemacht an alle Sponsoren, ein Dankeschön ans Tagwerk, an Josiah, an Stefan und an den Wieland Verlag. Ihr wart spitze, aber alle zusammen, auch die Zuschauer, die zu Tausenden meine Videos anschauen. Also Leute, jetzt reicht's, genug gequatscht. Jetzt fangen wir schon mal an, den Shampoos für Silvester kaltzustellen. Also, ciao.